Schottland, das Land der geheimnisvollen Gegensätze. In weniger als 2 Stunden Direktflug begrüßt es uns mit seinem magischen Gesicht. Sattes Grün in unzähligen Schattierungen, so breitet es sich in majestätischer Ruhe von den Lowlands zu den Highlands. Panoramastraßen verzaubern zwischen Sonnenstrahlen und Nebelschwaden. Schottland, ein Land, in dem sich längst vergangene Jahrhunderte in der Gegenwart verabredet haben. Schlösser, Burgen, Ruinen und Brückensteine erzählen davon. Die bequemste und informativste Art, ein Land kennenzulernen, ist wohl die Gruppenreise. Warum haben Gesellschaftsreisen eigentlich immer einen stärkeren Zustrom? Es ist ganz einfach, man braucht sich um wenig kümmern. Die Gruppenreise, muss ich sagen, haben wir deswegen gewählt, weil ich selbst sehr viel unterwegs bin und ich möchte eigentlich alle 4 von mir strecken und alles an der Hand genommen werden und durch die Gegend geführt werden. Und das war so? Ja. Das hat perfekt gepasst. Ja. Wir versuchen gerade bei der Zusammenstellung unserer Touren den Leuten so viel als möglich zu zeigen und auch diese typischen Schottland-Impressionen weiterzugeben. Man könnte in der kurzen Zeit unmöglich so viel kompakt, gut erklärt besichtigen. Wir schauen natürlich auf unsere Gäste, wir schauen, dass es den Gästen gut geht. Sie brauchen sich an und für sich vom Flughafen weg bis zum Flughafen in Wien wieder um nichts kümmern. Ich möchte die Zeit gemeinsam mit anderen verbringen. Ich sitze nicht gern alleine an einem Tisch zum Essen, sondern ich möchte mich unterhalten. Und in dieser Reiseform ist es absolut möglich. Funktioniert gut. Ja, das ist recht interessant. Einfach ein wenig Spaß mit den anderen auch. Und gut unterhalten. Das ist recht schön. So vielfältig das Land sich in seiner Naturschönheit vor unseren Augen ausbreitet, so unterschiedlich sind seine Städte. Das sind wichtige Städte, die sich, auch wenn man es nicht glaubt, sehr voneinander unterscheiden, schon auch von der Bevölkerung her. Natürlich kann ich dann auch sagen, Inverness, die Hauptstadt der Highlands. Und dann gibt es noch kleinere Städte, wie zum Beispiel Pitlochry, wo wir auch durchgekommen sind, die wiederum ein anderes Flair haben wie diese Großstädte. Doch was wäre Schottland ohne seine Lochs? Loch Ness zum Beispiel, in dem sich angeblich ungeheuerliche Urzeitgetiere herumtreiben. Um die Höhenunterschiede auszugleichen, gibt es eine Vielzahl von Schleusen, die die Gewässer Schottlands miteinander verbinden.
Schottland zählt rund 800 Inseln. Mit der Fähre gelangt man zu der größten Insel der Inneren Hybriden, der Isle of Skye. In ihrer bizarren Schönheit verzaubert sie spielend ihre Besucher. Schottland war heiß umkämpft. Das Schlachtfeld zu Culloden erzählt die Geschichte auf sehr abenteuerliche Weise. Doch noch etwas ist untrennbar mit Schottland verbunden. Stimmt es, dass wirklich Whisky fast der zweite Vorname der Schotten ist? Das stimmt. Ich glaube, in jedem rinnt Whisky statt Blut. Wir haben das jetzt schon zwei Tage getestet. Wir werden das heute noch einmal testen. Schottland wäre nichts ohne den Whisky und der Whisky wäre nichts ohne Schottland, auch wenn er von Irland kommt. Und ich muss sagen, diese Pubs, ob alt, ob jung, jeder trinkt sein Guinness und sein Whisky dazu. Entlang des Whisky Trails und quer über Schottland verteilt finden sich die berühmten Destillerien des angeblich besten Whiskys der Welt. Was kann man sich erwarten, wenn man von GTA Skyways eine Reise bucht? Ja, wir versuchen auf keinen Fall jetzt unbedingt eine Studienreise daraus zu machen. Es soll ein ausgewogener Mix an Information von Geschichte, Kultur, Ethnologie, Kunsthistorik sein. Natürlich ein bisschen was von Botanik und versucht halt Land und Leute näher zu bringen. Und man soll den Reisegast durchaus auch die Möglichkeit geben, dass er sich im Bus ein bisschen entspannt beim Getränk und ganz einfach nur rausschaut und die Landschaft auf sich wirken lässt, um eine Reise zu genießen. Verborgene Plätze, Klischees und Realitäten, Schönheit der Natur, Geschichten über die Geschichte, all das und noch viel mehr erwartet den Reisenden.